ja, bitte fürs Warten. Ne? Bitte, bitte. Beep, beep. Also meine Art des Bienenfangens hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Also was heißt natürlich? Leider. Nicht natürlich. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich das bin. Nein. Das ist wie bei jedem Höhlenmenschen. Auch ein Höhlenmensch könnte einen Computer bedienen, wenn er denn wüsste, was er da tun soll. Wenn es ihm vorher mal jemand erklärt und zeigt. Ne? Das ist, ja, keine Astrophysik. Und selbst Astrophysik kannst du erklärt bekommen, wenn du einen gescheiten Lehrer hast. Wenn das so ein Fachidiot ist, der dir das nicht erklären kann, weil er eben selber so viele Jahre in diesem Metier ist, dass er das mit der, dass er das mit der Didaktik nicht auf der Pfanne hat, dann hat das eher was mit ihm zu tun und nicht mit dir. Ja, Didaktik ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt im Lehren. Weil allein das Konzept, ne? Ich meine, allein das Konzept, dass du jemandem das Lesen beibringst, das ist ja schon eine richtig, richtig geniale und brillante Sache. Das hinzukriegen, einem Menschen, der noch nie zuvor gelesen hat, das beizubringen. Das ist ja schon ein geiles Konzept irgendwo, ne? Ich meine, das ist für uns, die wir denn lesen können, ist das so eine natürliche Sache. Du siehst irgendwo Buchstaben und du siehst darin nicht irgendein akronymes Bild, sondern du siehst tatsächlich den Sinn dahinter. Also ich kann mich noch so ein bisschen, also so sporadische Momente flackern da so durch meinen Geist. Kann ich mich noch so irgendwie dran erinnern, wie es war? Also so ganz, ganz, ganz hauchzart kann ich mich dran erinnern, wie es war, eine Zeitung vor Augen zu haben, die zuvor einfach nur Papier war für mich. Und irgendwann, als ich dann tatsächlich lesen konnte, ich meine, die Zeitung hat mich jetzt nicht wahnsinnig interessiert, ne? Also Nachrichten und sowas als Kind, aber allein die Tatsache, dass dann plötzlich die Worte, die da drauf standen, dieses Stück Papier zu einer Zeitung machten. Also tatsächlich nicht nur ein Stück Papier, das eben zum Falten oder zum Basteln zu gebrauchen war, sondern dass da tatsächlich Geschichten drauf standen. Also, das war auch so ein Moment, wo ich da als Kind am Esstisch saß und dachte mir so, das ist ja schon irgendwo geil, ne? Das Ding wird für mich nie wieder einfach nur ein Stück Papier sein. Das ist jetzt sozusagen für mich eine Zeitung geworden. Es hat Sinn bekommen. Oder beziehungsweise einen anderen Sinn bekommen. Das fand ich schon damals als Kind, fand ich das irgendwie schon cool. So ein flüchtiger Gedanke war das. So zwischen Butterbrot und Nutella draufschmuck, ne? So ungefähr war das damals bei mir. Und Nesthäkchen, das Buch Nesthäkchen, hat mich im Grunde genommen gelehrt, also nicht das Buch, eigentlich mehr der Film habe ich ja geguckt, beziehungsweise es war der Mehrteiler, glaube ich. Und da hat sie nämlich einen Moment gehabt, da sie an der Metzgerei vorbeiging und war ganz schockiert und war ganz ängstlich, weil sie gelesen hatte, dass der Metzger Kinderfleisch im Angebot hatte, statt Rinder. Kindersteak anstatt Rindersteak oder so. Ich weiß nicht mehr, was genau. Es heißt ja eigentlich Rindsteak, nicht Rindersteak. Egal. Auf jeden Fall hatte sie das R und das K verwechselt. Und dann dachte ich auch, das ist ja schon irgendwie clever, das in einen Film einzubauen, dass man halt Nuancen mehr Beachtung schenkt. Ne? Fand ich irgendwie schon trollig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich auch arrogant zu sagen als Kind damals, ha, ist die doof, dass die das verwechselt hat. Weiß ich jetzt nicht. Könnte ich mir aber ehrlich gesagt auch zutrauen. Ich konnte nämlich ein richtiger Arsch sein.
Partner. Weißt du, Claudi, du hast einen ungewöhnlichen Namen, Bebe. Ich finde ihn sehr ausgefallen. Ja, das hast du mir nur 23.000 Mal erzählt. Apropos Arsch sein. Ich habe seit gestern Morgen darüber nachgedacht, Bebe. Jawohl. Ich habe dich trotzdem lieb, Schatz. Das macht mich doch nicht zu einem Spinner, oder? Ja, du bist mein Spinner. Gut, was gibt's, Bebe? Also auch arroganter Arsch, ne? Nicht, dass ich das als Zusatz noch irgendwie hätte dran kleben müssen, das merkt man auch so. Ich häng nur so rum. Ich frag mich, was Loki zurzeit alles so isst, Bebe. Also der schwärmt immer noch von seinem alten Loki, das ist der Wahnsinn. Obwohl, ich glaube, der ist auch so ziemlich der Einzige, der noch aus dieser Stadt hier übrig ist. Kann das sein? Alle anderen ziehen immer nur weg. Er ist von dieser Stadt tatsächlich hierher gezogen. Den kriege ich auch irgendwie nie wieder los. Das finde ich schön. Ich weiß zwar nicht, wie ich das mache. Ich würde es gern auch auf andere anwenden können. Wahrscheinlich viel schenken, viel labern und generell ihn nicht enttäuschen. Dieser Mensch aß Früchte, als ob es bald keine mehr geben würde. Ja, Loki war ein guter Kumpel von mir. Und ich weiß noch wie heute, dass er kein einziges Mal mit dir geredet hat. Natürlich stritten Loki und Usch und ich uns die ganze Zeit. Warte, nein, das war anders. Wir redeten die ganze Zeit, Bebe. Männerfreundschaft halt, ne? Sich gegenseitig ausboten bei Dingen. Wir sind die beste Kumpels, weißt du. Claudi, genau dich habe ich gesucht. Komm schon. Ich sehe doch toll aus, oder? Ja, steht dir super. Ach, hör auf, dieses Outfit hast du mir gesehen. Ich krieg. Mach jetzt keine Witze. Aber es war auch kein Problem, was Passendes für mich zu finden. Nee, war es nicht. Sieh in jedem Outfit hervorragend aus. Hey. Genug ist falsch. Brauchst du irgendwas von mir? Reden wir? Ich fühle mich wieder Winter. Ich fühle, wie sich der Winter zurückzieht. Sobald es wieder warm wird, wird diese Stadt ein einziges Pflanzenmeer sein. Das bedeutet natürlich, dass wir mit Gartenarbeit beginnen müssen. Jeder muss sein Schärflein beitragen. Wenn nicht ab und zu mal jemand jätet, ist halt alles mit Unkraut überwuchert. Ach, bitte achte drauf. Ach, bitte achte drauf. Ja, achte bitte doch. Ich dachte, sie haut mich jetzt an, für irgendwelche Blümchen zu pflanzen. Das mit dem Unkraut mache ich ja sowieso. Dieses Bücken geht wie von alleine. Das Witz ist, mein Vorgarten sieht anders aus. Dafür sieht dann der Nachbargarten umso schöner aus, wenn meiner halt aussieht wie Hulle. Weil der Nachbargarten ist echt, also wow, da ist so wenig, da kann gar nichts aussehen wie Hulle, weil wie gesagt, da ist ja fast nichts. Und die paar Blümchen, die da sind, die sehen halt hübsch aus, weil sie akkurat gejätet wurden. Und Garten haben die eigentlich nicht, die haben ja den großen Baum schon ewig und 3 Tage weggefällt, ne? Und jetzt ist da einfach nur ein Stück Gras fesch getreten. Nee, ist er nicht. Auf den. Braves Vögelchen. Danke, Kumpel. Du hast mir aus der Patsche geholfen. Meine Schiffskameradin haben sich über mich lustig gemacht. Und da haben wir gekämpft. Und ich habe es ihnen gezeigt. Doch sie haben mich in eine Ecke gedrängt und ich saß in einer Falle ohne Ausweg. Es gab nur eine Möglichkeit. Ich sprang über Bord und in den Ozean. Das Problem ist, ich kann nicht schwimmen. Ich habe es verlernt. Hier bin ich also. Also meine Schiffskameraden sind gute Kumpels, aber sie sind auch raue Kerle. Oh, tut mir leid, jetzt habe ich drauf losgeklappert. Ich mag. Ich habe letzte Nacht wohl zu lange Videospiele gespielt. Kenn ich. Das habe ich auch mal vor ein paar Wochen gemacht. Dadurch ist meine ganze Zeitplanung durcheinander gekommen. Also ganz furchtbar mache ich nicht mehr. Ich meine, gegen meine Kameraden gekämpft. Noch genug davon. Dafür, dass du mein Leben gerettet hast, schulde ich dir Dank. Mal sehen, ich habe hier ziemlich sicherlich etwas, das... ich habe genau das Richtige für dich. Ich habe das Ding einem schäbigen Händler in einer weit entfernten Hafenstadt abgekauft. So etwas findest du sonst nirgendwo? Das glaube ich zumindest.
Auf meinem Herzen lastet der Stein der Ratlosigkeit. Ich weiß nie, wo es mich als nächstes hin versteckt. Moment mal. Vielleicht kann ich deshalb nicht so gut schwimmen. Wie dem auch sei, ich wollte dir nur sagen, dass meine Kameraden glauben, dass ich nicht so oft über Bord gehe, wenn sie mich am Hauptmast festbinden. Mit mir das Glück werde ich nicht mehr allzu häufig an deinen Strand gespült. Zumindest vorerst nicht. Also diese Woche. Danke für die Sache mit dem Lebensretter und so. Mögest du immer günstigen Fahrtwind haben und trocken bleiben. Meerjungfrau. Meerjungfrau, das ist dieses holländische Wahrzeichen, ne? Die kleine Meerjungfrau. Ist das holländisch oder ist das schwedisch? Mannequin Piss ist doch Scheibenglaser. Ist das schwedisch? Die kleine Meerjungfrau ist ja von Christian Andersen, glaube ich. Ist Christian Andersen... Habe ich letztens nachgeguckt. Ist der dänisch? Skandinavisch, würde ich sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ist ein schönes Märchen. Vor allen Dingen, weil es so meinem morbiden inneren Kind sehr gefallen hat, im Grunde genommen. Weil es halt kein Happy End hat im klassischen Sinne und trotzdem irgendwo doch ein Happy End ist. Fand ich schön. Und später, als dann eben Disney es ein bisschen zusammengewürfelt hat mit Happy End. Also ich mochte Ariel die Meerjungfrau eigentlich ganz gerne. Und das Gespräch von wegen, dass am Ende, wenn der Regenbogen über sie alle strahlt, dass das irgendein Zeichen, besonderes Zeichen sein soll und dass die schwul-lesbische Community von damals das irgendwie anders interpretiert hat oder das andere das als Sieg über die Homosexualität interpretiert haben. Hä? Habe ich bis heute nicht verstanden. Deswegen gebe ich es jetzt hier auch so bröckchenhaft, wahrscheinlich vollkommen falsch wieder. Habe ich nicht verstanden. Habe ich echt nicht begriffen. Ich habe es nämlich gerade letztens in Cinema Therapy, haben sie es wieder rausgezerrt, aufgewühlt. Und da habe ich es auch nicht verstanden. Habe ich nicht begriffen, was das mit Homosexualität zu tun hat. Ich meine, ja, okay, sie wird halt verscharrt an irgendeinen Typ, den sie einmal gesehen hat und für immer und ewig in 3 Tage verliebt und sie gibt ihre Stimme ab. Das würde ich schon eher interpretieren als... problematisch, ne? Also um heiraten, um adäquates Heiratsmaterial als Frau zu sein, musst du gefälligst deine Stimme abgeben und er ist der Chef und wo ich mir denke, hä? Hä? Aber ich habe damals als Kind schon gedacht, Ariel ist eine blöde Kuh. Also nicht blöd im Sinne von charakterlich fragwürdig, sondern einfach nur bescheuert, dass sie eben ihre Beine weggibt, beziehungsweise ihre Flossen eigentlich, also ihre Standhaftigkeit im Sinne von, also für die Schönheit ihre Stimme weggibt und Körpersprache halt sprechen lässt. Das fand ich jetzt, ja, ich meine, einerseits, die Ursula war ja offensichtlich böse. Ich meine, jeder Depp hat das gesehen, allein schon im Eingang, die ganzen armen Seelen da. Aber sie sagt ja auch, sie gibt ja auch offen zu, was sie ist im Grunde genommen, beziehungsweise was der Preis ist. Und was man tun muss, um an einen Kerl ranzukommen. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, sie ist ja im Grunde genommen ehrlich, so wie die Gesellschaft es ja auch sieht, ne? Dass die Frau gefälligst die Fresse zu halten hat, damit er zufrieden ist. Wo ich mir dann denke, ja, wenn du das schon so gesagt hast und du fühlst dich damit immer noch wohl, dann bist du ja selber schuld, dass du dann folgst. Ich hatte keinerlei Mitleid mit Ariel in dem Moment, ehrlich gesagt. Aber ich hatte eigentlich auch nie irgendwelche Mitgefühl mit den Prinzessinnen in diesen Stories, dass die sich irgendwo in solche Situationen begeben haben.
Die einzige, mit der ich Mitgefühl hatte, war tatsächlich in der Story von Rumpelstilzchen mit der Müllers Tochter. Weil die konnte ja nun wirklich nichts in ihrer Situation. Die war verzweifelt und hat dann eben ein Versprechen gegeben über ein potenzielles Konstrukt. Die war ja noch nicht schwanger. Außerdem ging der ja davon aus, dass sie irgendwann schwanger vom König werden würde. Und ich meine, der Typ hat ihr Leben bedroht. Was will die mit dem? Und dann hat er sie ja doch geheiratet und sie hat sich in ihn verliebt. Also, Subtext bedeutet, sie hat sich der Situation ergeben. Frauen können das leider. Weil mussten. Ne? Also, irgendwo. Ja? Von daher, und das Baby ist das einzig Wunderbare eigentlich, was aus dieser ganzen Misere hervorgekommen ist. Also ich kann ihre Misere verstehen. Und im Grunde genommen hat sie dann auch wieder auf den Jäger eben vertrauen müssen. Auf den war doch der Jäger, oder? Und im Grunde genommen war ihr komplettes Leben abhängig von jede Menge Kerlen, die alle egoistische Arschgeigen waren, bis auf den Jäger. Und das ist schon bitter. Das ist schon bitter. Also die war ja wirklich absolut, hatte null Macht über ihr Leben. Und da hatte ich schon Mitgefühl. Aber bei den anderen, dass diese bescheuerte Entscheidung getroffen haben, da hatte ich kein Mitgefühl. Weil mir dieses Konstrukt von wegen, ja, man kann auch Fehler machen, wenn man Mensch ist, war mir nicht so, ne? Geläufig als Kind. Hey Claudi, du machst heute ein sehr langes Gesicht. Achso, du hast ja eine tiefe Stimme. Du machst heute ein sehr langes Gesicht, was ist das mit dir? Ich bin Depri. Und ich meine das jetzt nicht im lustigen Sinn, von wegen, haha, Depression ist ja sowas für Lachhaftes, sondern ich bin seit gestern irgendwie so antriebslos und ich glaube, das sind, wie gesagt, die Hormone und ich war immer noch nicht beim Frauenarzt. Und irgendwie sollte ich mal aus dem Quark kommen. Ich fürchte, meine Hormone sind ein bisschen durcheinander zurzeit. Und statt sich darüber zu beschweren, sollte ich mal was dagegen tun. Weil ich habe kein Mitleid mit dir, wenn du dich nur beschwerst und nichts tust. Ich habe kein Mitleid mit mir selber, ja. Ich bin dann so in so einer Phase, wo ich mir dann selber auch nicht gut tue. Ja. Also dann, was für dich hier? Laura. Meine Mutter hat mir Unmengen an Obst geschickt. Ich bin zwar schon groß, aber sie findet mich trotzdem. Nette Mutter. Die Früchte schaffe ich nie alleine. Völlig unmöglich. Ich habe schon eine Birne gegessen. Sehr lecker. Möchtest du was abhauen? Ja. Oh, du nimmst das Obst. Das ist sehr lieb von dir. Hier, bitteschön. Ah, dankeschön. Micha, Mann. Schnuckel. Ist doch nett, dass ich Früchte verteile, oder? Ja, super, danke. Aber ist ja ganz zuckrige. Ja, ganz zuckrige Zeitgenosse. So, war ich hier unten eigentlich schon? Ich glaub schon. Morgen werde ich mich mal nochmal dran machen, irgendeine Biene zu fangen. Beziehungsweise es zu versuchen. Also, ich bin ja immer weggerannt und habe dann den Kescher geschnappt. Jetzt habe ich mal überlegt, vielleicht mache ich es umgekehrt. Ich schnapp den Kescher und renn dann weg. Weiß ja nicht, ob das großartig was bringt, aber ich meine, irgendwas muss ich tun. Irgendwas muss ich verändern, sagen wir mal so. Wenn die alte Routine nicht funktioniert, sollte man tunlichst etwas tun. Ne? Also wenn man von Fremden einen Kamm, einen Gürtel nimmt und jedes Mal ist man am Popo geleckt, sollte man tunlichst die Finger vom Apfel lassen, ne? Also. Okay. Ja, das ist ja, ich fand ja die
coolste Figur war ja eigentlich für mich Belle. Obwohl, die hat ja auch im Grunde genommen nachgesagt bekommen, dass sie eigentlich am Stockholm-Syndrom leidet. Aber was ich erklärt bekommen habe, also ich hatte damit schon ein bisschen Probleme, ne? Von wegen, warum verliebt die sich in den? Der hat die verführt, der hat die festgehalten. Also, ne? Aber er hat sie ja auch wiederum freigelassen. Sie hat sich ja nicht währenddessen in ihn verliebt. Sie hat sich im Grunde genommen später sogar tatsächlich in ihn verliebt. Er war zwar ihr Freund, das hat sie ja auch den anderen Leuten gesagt, die dann meinten, sie ist verliebt in ein Biest, oh meine Güte. Sondern es ist tatsächlich ja so, dass sie nicht an Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom. Wie komme ich jetzt auf Stockhausen? Nee, Münchhausen ist was anderes. Münchhausen-Syndrom ist was anderes. Auf jeden Fall hat sie sich erst danach in den verguckt. Also zuerst war Freundschaft und dann war die Liebe. Beziehungsweise die Freundschaft war ja auch mehr so. Ja. Von jemandem, den du halt als deinen Gefängniswärter siehst, ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Aber hey. Andererseits, jo. Sie war schon vor ihr eine gestandene Frau, die eben eine eigene Meinung hatte. Das fand ich schon sehr cool. Und dass sie eben den Gaston durchschaut hat, das fand ich auch cool. Und dass sie Bücher liest. Ich meine, also, ich bitte dich, ne? Was konnten die anderen Prinzessinnen schon großartig? Ich meine, sie war ja keine Prinzessin, ne? Das war auch für sie gezählt, ne? Im Grunde genommen sind eigentlich die Charaktere, die keine Prinzessinnen waren, die waren mir immer sympathischer. Weil die eben vom Leben halt auch ein bisschen mehr Ahnung hatten wahrscheinlich, ne? Also am coolsten ist ja im Grunde genommen die, heißt die Tiara? Oh, Schande, ich weiß den Namen gar nicht. Und zwar Küstin Frosch. Die war ja die coolste von allen. Aber für die damaligen Verhältnisse war halt Belle auch cool, ne? Und Once Upon a Time, diese Serie habe ich sehr gerne geguckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also da hat Belle richtig gelitten. Wenn man sie alleine gesehen hat, war sie richtig cool und ihre Abenteuer, die sie so erlebt hat, war sie natürlich dadurch, dass sie eben so ein gescheites Mädel war, war sie schon super. Aber halt jedes Mal, wenn die Liebe ihr in die Quere kam, dann hat ihr Herz über ihren Verstand gesiegt. Und da ist jedes Mal der Schuss nach hinten losgegangen. Also ich meine, ihre größte Schwäche war im Grunde genommen ihre Liebe zu Rumpelstilzchen. Ne? Also dieser blöde Sack, dieser blöde. Dieser Feigling. Der alles immer irgendwie nur an ihr festmachte und deswegen seine Schwächen versuchte zu verbergen, weil er sie dann verloren hätte, anstatt ihr zu vertrauen. Und sein Bestes zu versuchen, hat er immer nur versucht, seine Fehler irgendwie unter den Teppich zu kehren. Und er hat ja die Macht, hat er ja vorher schon nicht loslassen können, obwohl er sie stattdessen hätte glücklich machen können oder sich selbst damit glücklich machen. Er hat es nicht versucht, weil er halt ein Feigling war. Er ist schon eine tragische Figur, schon, aber ja, irgendwann hast du doch mal die Schnauze voll, was zum Glück Belle auch hatte. Ich weiß nur nicht, ich habe eben noch nicht komplett zu Ende geguckt, ob nicht irgendwann vielleicht doch nochmal sie einen Rückzieher macht und ihn doch wieder zurücknimmt, wo ich mir denke, oh Gott, bitte nicht. Oh, ich danke dir, Claudi Quacki. Du hast mir einen sehr netten Brief geschrieben. Aber noch mehr habe ich mich über das Geschenk gefreut. Dieses Outfit ist klasse. Normalerweise bin ich eher eine graue Maus, aber in diesem Outfit falle ich auf. Es ist doch ein Grund. Es muss doch einen Grund geben, weswegen du hierher kommst, Quacki. Ach, einfach nur, weil ich dich gerne habe.
In der letzten Zeit bin ich total bequem geworden. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal eine neue Freundschaft geschlossen habe. Ey, du hast doch mich, das reicht doch. Tag ein, Tag aus schleppe ich mich durchs Leben hier in Utgard. Ich bin isoliert und tue nichts dagegen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss etwas ändern. Ich werde nicht herumsitzen und mich selbst bemitleiden. Claudi, bitte, nimm mich mit in eine andere Stadt, wenn du das nächste Mal verreist, Quali. Bitte, bitte, bitte. Nein, du bleibst. Ja, ich weiß, Reisende soll man ziehen lassen. Und es ist ihr Wunsch. Aber zum Glück kann ich es ja nicht beeinflussen. Doch, ich könnte es beeinflussen, indem ich eben verreise. Tue ich aber nicht. Irgendwann reisen die von selbst. So, nee, das behalten wir mal. Ja, die Meerjungfrau habe ich, glaube ich, auch selber irgendwo. Bin ich so gewuscht. Ich glaube, dadurch, dass ich überall an alle Häuser Blumen dran gepfeffert habe, haben die keinerlei Lust mehr, sich mir einen Blumenauftrag, dass die einen Blumenauftrag mehr tragen. Aber ich kann mich dunkel erinnern, das haben sie trotzdem gemacht, obwohl mal Blumen da waren, nur nicht halt komplett ums Haus rum. Deswegen bin mir nicht sicher. Vielleicht kommt das erst, wenn der Frühling so richtig anbricht und die Gefühle kriegen allesamt oder so. Also was mir gerade vorhin geholfen hat, war ein YouTube-Video von Cinema Therapy über einen Film, den ich leider noch nicht gesehen habe. Aber die zwei Chaoten zu sehen, ist immer wieder schön und vor allen Dingen, es hat fast was Heilendes, so wie diese Serie, die ich gerne geguckt habe, Ein Hauch von Himmel. Nee. Doch, Ein Hauch von Himmel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die auf Englisch hießen. Mit, McDowney. Nee, Downey? Nee, wie hieß die nochmal? Scheibengleister. Auf jeden Fall ging es da um zwei Engel und einen Todesengel. Also eigentlich drei Engel, klar, aber einer davon war der Todesengel. Und die haben dann Menschen begleitet. Und jeder Schauspieler im Grunde genommen, der einmal in dieser Serie mitgemacht hat, hat bei mir einen Stein im Brett. Ich liebte diese Serie wirklich. Und ich habe fast jedes Mal geflennt, wenn die dann an diese Stelle kamen, als sie jemanden, der mit dem Leben gehadert hat, also nicht im Sinne von Selbstmord oder dergleichen, sondern generell mit irgendwelchen schrecklichen Dingen gehadert hat, als die dann da stand und sagte, Gott liebt dich und ja, bla bla bla, so Zeug halt. Ne? Also es war immer sehr herzergreifend. Das war richtig gut gemacht. So, die ersten paar Staffeln sind, glaube ich, gar nicht hier in Deutschland zu sehen. Ich glaube, erst später die Staffel. Und da war tatsächlich auch eine Folge über angedeutete Homosexualität. Sehr ungewöhnlich. Vor allen Dingen für die Amis, ne? Aber die haben das so geschickt angedeutet, dass es anscheinend keiner gerafft hat. Das ist halt, wenn irgendwas zensiert wird, ne, was wirklich profund und wichtig ist, dann findet man schon einen Weg drum. Ne? Genauso wie in Star Trek. Als wie hieß der Quatsch, Apartheid, Rassentrennung und der ganze Mist, als das noch so in den Köpfen, beziehungsweise ist ja wahrscheinlich heute noch so leider, aber wo das wirklich noch krass her war. Also für uns heute irgendwie nicht wirklich mehr nachvollziehbar. Es ist alles so weit weg wie der Krieg halt, ne? Und dann haben sie eben Captain Kirk und Commander Lieutenant Uhura haben sie sich küssen lassen. Gut, mit viel Widerwillen, sieht man auch in der Szene. Aber allein die Tatsache, dass eine schwarze Frau und ein weißer Mann auf Leinwand im Mittagsprogramm geküsst haben. Das war ein riesen Zinnober natürlich. Und Star Trek hat sich's getraut. Das ist schon... Ach, ich liebe Star Trek. Hey, guten Morgen, Claudi. Du siehst aus, als wärst du so energiegeladen wie jeden Morgen. Mann, hätte ich nur ein Jota deines Elans. Das ist kein Elan, das ist einfach... Die Maschine muss rollen hier, also... worum geht's, Mo?
unterhalte mich. Claudi, voll super. Mir ist ein nettes Spiel eingefallen, das wir spielen können, Mo. 48.000 Sternis gegen. Die Regeln sind einfach. Wähle einfach nur rechts oder links. Na, wie wär's aufregend, was? Was wird geschehen? Du wirst es früh genug herausfinden. Willst du es versuchen oder nicht, Mo? Ja, ich spiel mit. Okay, rechts oder links, Mo? Rechts oder links? Wechsel. Links? Sieht aus, als ob du einen Schachteppich für 1380 Sternis gekauft hast, Mo. Abgemacht, Claudi, ich nehme deine 1380 Sternis. Lass uns das wiederholen. Für einen Schachteppich. Warum nicht? Wenn die Azizimmer wieder auftaucht, ne? Bis dahin habe ich zwar vergessen, aber ist ja egal. So, irgendjemanden schreiben wir noch einen Brief. Mit Bill haben wir heute nicht gequatscht. Wladimir müsste ich mal anquatschen. Ich glaube, dem habe ich vorher noch was geschrieben, geschickt. Ja, ich glaube schon. Okay, Bill kriegt einen Brief. Dieser rosane, gruselige Bär hat auch was Rosanes, glaube ich, geschickt bekommen, oder? Nee. Also zu seinen Haaren hat es auf jeden Fall gepasst. Irgendwas mit Gelb. Also, ja. Ich habe nämlich heute Nielka hat ein neues Spiel angefangen mit so Military Sims oder irgend sowas, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ich habe gerade keinen Bock auf Militär, also ich nicht. Vor allen Dingen, nachdem eben Top Gun 2 oder wie die Chose da heißt, rauskam. Und das genauso wie damals eine reine Militärpropaganda ist. Ich meine, jeder Militärfilm in Amerika ist im Grunde genommen Militärpropaganda. Weil allein die Tatsache, dass die ja die Finger drauf haben, wenn die das ganze Equipment für Umedot bekommen und benutzen dürfen, hat ja das Militär immer noch das letzte Go sozusagen. Die lesen das Drehbuch und sagen, okay. Und wenn dann der Film gedreht ist, gucken die sich den an und sagen dann, ja, so kannst du das nicht machen, das musst du lassen oder das musst du ändern, wenn das denen nicht in den Kram passt. Und ja, das ist mir schon suspekt. Ich meine, jeder Produzent bzw. jeder Geldgeber hat irgendwo die Finger drin in so einem Film, ist schon klar. Aber beim Militär ist das wieder so eine Sache, wo ich mir denke, aha. Ne? Da ist man schon ein bisschen. Das ist mir suspekt. Weil das eben eine ganze große Maschinerie ist. Ne? Also je größer derjenige, der die Finger drin hat, desto suspekter, so misstrauischer werde ich da. Hey Claudi, du machst heute ein sehr langes Gesicht. Was ist mit dir, Partner? Hey, warum sprichst du überhaupt mit mir, Partner? Weil ich ein langes Gesicht mache und ich brauche Aufheiterung. Der Frühling bricht an. Pflanzen wachsen und Insekten schwirren durch die Luft. Ich wette, alle freuen sich auf den Frühling. Meinst du nicht? Boah, wahrscheinlich. Und deswegen, ich habe dann auch versucht, so ein paar adäquate Bilder bzw. Memes zu finden über das Militär, aber entweder war das alles wieder Propaganda oder es war verharmlosend witzig. Und da hatte ich irgendwie nicht so Böcke drauf. Ich habe dann von Minions habe ich was gefunden. Das fand ich eigentlich ganz drollig. Dass ausgerechnet derjenige, der den ganzen Käse angezettelt hat, eben als erstes eine abbekommen. Warum ging das nicht? Warum willst du nicht schütteln? So, jetzt wird er schütteln. Ja. Habe ich jetzt natürlich nicht. Ne? Also 3375. Weiß ich nicht, ob ich das zusammengesammelt kriege hier.
Ja, kannst ja mal testen. Also anstatt wegzurennen, gleich in die Tasche greifen, geh mal weg, und den Kescher rauszerren. Bin mal gespannt, ob ich das auch tatsächlich so schnell hinkriege. Ich glaube, ich habe generell ein bisschen zu viel Argwohn und, nee, nicht Argwohn, aber zu wenig Empathie, nee, nicht, auch nicht Empathie, zu wenig Mitgefühl habe ich mit anderen, glaube ich. Deswegen war ich vielleicht als Kind auch so ein Arsch. Andererseits habe ich mich immer für welche eingesetzt, die eben alleine standen. Wenn eine Gruppe drauf rumgehakt hat, das war aber mehr so aus Prinzip, nicht unbedingt aus Mitgefühl. Und das hat auch sich ruckzuck geändert, nachdem eben die Pubertät losging, weil da war es tatsächlich so, dass ich mich nicht exponieren wollte. Wir hatten einen Haufen Säcke in unserer Klasse, die sich für was Besseres hielten. Heute weiß ich natürlich selber, dass die im Grunde genommen alle nur so Säcke waren, weil sie selber Probleme hatten. Aber das weißt du ja als Kind damals nicht. Und dass die im Grunde genommen auch mitleiderregend waren. Gut, später, ab einem gewissen Alter habe ich das schon gemerkt, wo ich mir dann dachte, sag mal, die haben es ständig mit uns. Sind die ständig mit uns und hören gar nicht mehr auf. Irgendwas muss mit denen doch nicht stimmen. Das habe ich schon gemerkt, aber ich meine, das nutzt ja dir nichts, dieses Wissen, wenn sie trotzdem einen ständig auf der Pelle rücken und blöd anmachen. Warum soll ich ausgerechnet mit jemandem Mitleid haben, der sich halt ständig mit uns zackert? Ach du Scheiße. Ja, das kannst du vergessen, weil hier wegrennen, das ist, ja, und ich bin mir relativ sicher, dass gestochen werden mein Glück schmälert. Und wenn das Glück geschmälert ist, dann werden sie uns demnächst noch mehr stechen. Und derjenige, der im Internet gezeigt hat, wie man denn die Bienchen fängt, der hatte ein goldenes Netz. Das heißt, der hat die schon mal gefangen. Dadurch hat er die Chance gehabt, eine Komplettierung seines Museums in Angriff zu nehmen. Es hat geklappt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Trick hat geklappt. Abhauen,
in einem Kreis rennen und dadurch verfehlen die einen und dann hat man die Chance, sie zu fangen. Oh mein Gott! Ja, ich bin so froh, dass sie mich nicht gestochen haben. Alles klar. Das wird natürlich das Thumbnail, weil... Oh mein Gott! Ich habe die Chance, tatsächlich ein Museum voll zu kriegen. Ich fass es nicht. Hey. Geil. Einfach geil. Vor allen Dingen, was ist denn das eigentlich, was mir hier noch fehlt? Ich meine, ich habe es mir zwar... Ach ja, genau. Diese Drecks-Libelle, genau, die so schnell ist. Siehst du, jetzt habe ich einen Erfolg. Und jetzt mache ich mir den Erfolg schon wieder madig, indem ich sehe, was ich noch nicht geschafft habe. Nein, das war super. Das war richtig geil. Richtig geil war das. Und ich werde ihr jetzt dem Eugene, werde ich einen Besuch abstatten, damit der sich mal wieder drüber aufregen kann, dass ich ihm so ein Krabbelzeich bringe. Und vor allen Dingen, Nee, nicht anfassen, bloß nicht aus dem Käfig lassen. Naja, wäre ich bekloppt. Ich bin mal gespannt, ob er bemerkt, dass ich aussehe wie Biene Stichkuche. So, Schnuckel, aufwachen. Wie spät ist es? Ich bin schläfrig. Meine Güte. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Es tut mir schrecklich leid. Ich fürchte, ich bin eine Nachteule. Ja. So, kommen wir zum Wesentlichen. Gibt es vielleicht etwas, das ich für Sie tun kann? Alter. Ja, sowas, vorzüglich. Welches zweifellos unschätzbar wertvolle Exemplar halten Sie heute für uns bereit? Wespe. Gestreiftes. Ja, in der Tat. Das ist eine Biene, wenn ich mich nicht irre. Nee, nicht notwendig. Bitte, ich muss darauf bestehen, dass sie im Gehälter bleibt. So sind nur die Vorschriften, Sie verstehen schon? Ich muss sagen, ich bin nicht besonders erpicht darauf, Insekten in meiner Nähe zu wissen. Einfacher gesagt, ich will sie nicht anfassen müssen. Ui, es bedarf sicherlich viel Könnens und Muts, um eine Biene zu fangen. Sie haben es drauf. Sagt man das jetzt? Sie wurden sicherlich unzählige Male gestochen. Ach Quatsch! Voll der dicke Pusteln im Gesicht. Das muss aber ungeheuer schmerzhaft gewesen sein. Übrigens, wissen Sie, wie manche Honigbienen ihre Bienenstöcke bei Angriffen von großen Wespen verteidigen? Die erhitzen ihren Bienenstock, damit die Wespe stirbt. Wespen sterben bei Temperaturen von über 45 Grad Celsius. Honigbienen hingegen überleben Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius. Diese schlauen Honigbienen nutzen diesen Vorteil voll aus. Wenn Wespen auftauchen, greifen die Bienen sie in Massen an. Bis zu 500 Bienen attackieren dabei eine Wespe. Ach du Scheiße. Jetzt kommt der unglaublichste Teil. Die Bienen beginnen zu vibrieren und schaffen damit eine erbarmungslose Hitze. Sehen Sie das Geniale an dieser Taktik? Die Angriffe in Schwärmen dienen nur einer fieberhaften Attacke, die auf die Schwäche der Wespen abzielt. Die Temperatur? Sage und schreibe 49 Grad Celsius. Knapp unter der Grenze, sodass die Bienen überleben. Diese unglaubliche Verteidigung zeigt, dass Honigbienen zum Schutz des Bienenstocks buchstäblich ihr Leben riskieren. Um ehrlich zu sein, habe ich das aus einem unbedeutenden Dokumentarfilm im Fernsehen. Aber wetten, dass es die Öffentlich-Rechtlichen waren. Oder BBC. Und nicht von den Privaten, garantiert nicht. Also so viel für all jene, die sich immer darüber beschweren, dass sie GEZ zu bezahlen haben. Und dass sie die Öffentlich-Rechtlichen bzw. das normale Fernsehen schon lange nicht mehr gucken brauchen, weil sie haben ja Netflix und so einen Scheißdreck. Ja, ist... Sorry. Netflix ist bestimmt auch gut. Sehr gut sogar. Ganz wunderbar. Aber es ist halt, ne, das, was man als Toastbrot bezeichnet. So ab und zu ist in Ordnung, aber nur ist halt nicht sehr nahrhaft. Diese bemerkenswerte Hingabe täuscht aber nicht darüber hinweg, dass es sich immer noch um Insekten handelt. Doch, ich schweife ab. Wir sind Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Gibt es vielleicht noch etwas anderes, was Sie stiften möchten? Nö. Ihre Unterstützung wird höchst geschätzt. Okay.
Ihre Unterstützung wird höchst geschätzt. Wissen wir zu schätzen. Egal. Wahrlich? Ich hoffe inständig, dass wir weiterhin Ihrer Gönnerschaft versichert sein können. Ihrer Gönnerschaft. Ja, glaub. Entschuldigung. Oh, ich bin so aufgeregt. Wo ist er denn? Da kommt die Stechmücke. Ich glaube, die Wespe. Die Wespe ist. Ach, hier gibt's gar keinen Bienenstock. Wespe. Die Bienen. Hier gibt's gar keinen Bienenstock. Okay. Wo sind bitte schön die Bienen hier dann? Ah, doch, da ist sie. Da ist sie. Am Baumstamm klebt sie. Jetzt gehe ich mal meine Wunden lecken. Ach ja. Sollte ich vielleicht doch demnächst mal in eine andere Stadt gehen, damit ich ja die Orangen für besseres Geld loskriege. So, ich gehe noch ein paar Briefe in meinen Brief stopfen. Ein neues Spiel habe ich angefangen, weil ich Bock auf Stardew Valley hatte. Aber natürlich, dass Stardew Valley nicht komplett neu anfangen möchte. Und ich habe immer noch nicht mein Save-Game gefunden. Beziehungsweise so wahnsinnig habe ich auch nicht gesucht, muss ich zugeben. Ist er nicht süß? Die Schwarte. Aua. Mann, die haben nicht ja schlimm erwischt, Claudi. Das sind weh. Aber das kommt davon, wenn man Bäume schüttelt und Ärger sucht. Oink, oink. Unter uns Baumschüttlern. Du musst in Sprintposition stehen, wenn du einen Baum schüttelst. Und wenn die Minen kommen, gibst du Fersengeld. Man kann immer dazu lernen. Schreib es dir hinter die Löffel, Claudi. Okay. So, jetzt dummer der Harrybert noch ein bisschen schocke. Obwohl, ich glaube, ich habe den schon angequatscht, ne? Ja, je, Mini, du siehst ja schrecklich aus. Bei so einem Anblick vergeht einem ja der Appetit. Hab ich dich nicht gewarnt? Du musst dich vor Bienen in Acht nehmen, Partner. Wenn du versuchst, etwas von den Bäumen zu schütteln, kannst du aus Versehen einen Schwarm wachrütteln. Aber ich glaube, jetzt ist es zu spät für den Tipp. Ja. Achso, warte mal, ich habe ja noch den anderen Putzi. Ne, B ist es. Ist ein B. Hier ist ja gar keine Post. Achso, die habe ich alle ins Haus. Hä? Echt alle? Alle? Habe ich die Briefe tatsächlich alle da reingeschmissen? Aber da passen doch nur drei in den Schrank rein. Okay, was habe ich hier drin? Outfits. Ich dachte, ich habe nur einen einzigen Schrank vollgestopft unten im Keller. Das wären ja dann nur drei Briefpapier. Habe ich schon wieder so viel verbraucht? Ach nee, hier liegen. Ah, okay, jetzt macht schon mehr Sinn. Gut. Alles klar. Das passt. Ach, da liegen ja auch noch zwei. Ah, ja, okay. Ja, das ist. Wie gesagt, also heute weiß ich es ja besser, ne, dass Schnüffelchen einfach nicht schlauer sein konnte. Ich meine, behütetes Leben, Prinzessin, lalala, ne, dass die eben dumme Entscheidungen treffen aufgrund ihres limitierten... Oh nein, nein!
Da war er, da war er. Jetzt ist er bestimmt gleich weg. Ja, hier, mach hin. Mach hin. Ja, 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 ja. Nimm, 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 nimm. Ach, Schande. Nee, so. Ja, ja, nimm. Gib, gib, gib. Gib, nimm. Weg, 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 weg. Sicher, der macht überhaupt gar keine Anstalten, dass ich komisch aussehe. Ne? Der weiß ganz genau, egal wie die Kunden hier verlottert reinge. Hey. Warum hat der kein anderes Outfit? Krass. Das haben wohl die Bienen so zugerichtet, Nastravia. Dein Gesicht ist geschwollen. Möchte ich wirklich an versuchen, so ein bisschen wie Russe zu klingen, weil ich nicht kann und dann sich vielleicht Russe irgendwie auf den Schlips getreten und so fühlen? Ich mag den russischen Akzent. Und leider haben alle meine russischen Freunde keinen russischen Akzent. Den hört man das echt nicht an. Das ist schade, weil dann klinge ich mit meinem holprigen Deutsch viel, viel schlimmer als die. Oh, Maya, das ist wirklich schlimm, aber du hast es noch nicht kapiert. Also ich erkläre dir, wenn du Bienen hörst, musst du rennen. Wie um dein Leben, Nastrovia. Denk dran. Verstehst du? Das klingt schon ein bisschen wie Sizilianer, ne? Also so wie immer die früher, die Mafiosis immer irgendwie verhohnepiepelt hat, ne? So ein bisschen schon. Und Mafia ist nicht lustig. Weder Russenmafia noch Drangheta oder irgendeine andere Mafia. Das sind alles Gangster. Claudi, mein Traum. Ich habe deinen Brief erhalten. Es war fast lustig. Ich liebe Techno. Die Musik ist so beruhigend. Komm vorbei und hilf mir. Deine süße Frieda. Dir kann man nicht helfen, weil Techno ist beruhigend. Jawohl. Wenn so dem Herzschlag ähnelt, vielleicht so uns, 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 uns. Das kann natürlich sein. Aber beruhigend? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Entlastend vielleicht, ne? Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht. Claudi, du Dolzpatsch. Nur zu deiner Information. Ich hebe alle deine Briefe auf, warum machst du mir nicht ein paar Apfelringe? Ich zahle auch dafür. Guter Brief, was? Herzlich dein Vladimir. Ach ja. Ferienoutfit, okay, was ist das? Hm? So Strandoutfit wahrscheinlich. Also früher haben sie doch diese Einteiler Badeanzug. Also, keine Ahnung, wie ich die Dinger nennen soll, weil so ein richtiger Badeanzug ist es ja nicht. Es ist mehr ein Anzug zum Baden. Hallo Claudi. Hallo, geht's dir gut? Also mir geht's prima. Ich bin heute Morgen spazieren gegangen und jetzt fühle ich mich sehr erfrischt. Schreib bald, ja? Tausend Grüße, Jeanette. Hab doch schon geschrieben, was willst du noch? Wer bist du? Ach, der Oink. Hallo Claudi, habe deinen Brief gelesen. Ein genialer Brief. Stell dir vor, ich habe einen Baum geschüttelt. Da ist ein Möbelstück rausgefallen. Sonst gibt nichts. Hä? Wie ist es? Keine Ahnung. Hä? Was ist das für eine Sprache? Dänisch. Schwedisch-Deutsch, Dänisch-Deutsch. The Dictionary sagt, Abschiedsformel. Bis bald. Okay. Dänisch. Haben wir denn hier Dänisch? DA, weiß ich jetzt gar nicht. Ist DA Dänisch? Warte mal, ist Schwedisch dabei?
Gläser. Weiß ich nicht. BC? Okay. Tatsächlich. Ah, kann ich mir jetzt nicht anhören, weil ich natürlich den, den Bildschirm anhabe. Und dann klappt das gerade nicht. Momentchen. Wie sieht's? Okay, wie sieht's wird gesprochen, okay? Wie sieht's? Alles klar. Schick. Wie sieht's? Gut. Neugierde gestillt. Sehr schön. Und ich muss nie wieder Bäume schütteln. Hoffe ich.